Mary Jane 2022, Marco vom Bai Hai. Hier neben mir sitzt the one and only Leon von Keiler. Hi. Schönen guten Tag. Diese Dinger sind aktuell bei uns im Shop mega, mega beliebt. Warum ist das so? Was macht ihr anders als andere Aktivkohlefilterhersteller? Also anders oder was uns so speziell abhebt von vielen anderen Aktivkohlefiltern, ist halt, dass wir die doppelte Zellulose benutzen. Ich denke mal, du kennst ja viele normale Aktivkohlefilter, richtig? Und die haben ja normalerweise Keramikkappen auf beiden Seiten. Und wir haben uns gedacht, wir setzen diese Keramikkappen, die ja auch sehr energieeffizient in der Herstellung sind und auch nicht abgebaut werden können, durch Zellulose. Das ist das ähnliche Zellulose, wie man es auch von Zigarettenfiltern zum Beispiel kennt. Okay. Und durch diese doppelte Zellulose und die Aktivkohle in der Mitte hast du einfach einen Filtereffekt, der dafür sorgt, dass das Rauchen sehr angenehm ist. Geiler Durchzug vor allen Dingen. Genau. Das wird oft in den Bewertungen auch geschrieben auf unserer Webseite, dass Keiler einen sehr, sehr guten Durchzug hat und fast nie verstopft. Ja, das liegt daran, dass wir halt die Zellulose so verändert haben, dass sie halt den bestmöglichen Durchzug bietet, weil wir natürlich wissen, worauf unsere Kunden Wert legen. Jetzt bist du wie alt? 24. Wie entscheidet man sich mit 24 Aktivkohlefilter herzustellen? Ja, tatsächlich war ich da 21, also schon etwas her, aber... Drei Jahre gibt es euch jetzt. Genau, es gibt uns drei Jahre, beziehungsweise 3 Jahre am Markt sind wir jetzt. Und innerhalb von 3 Jahren ist die Rakete ja komplett durchgestartet. Genau, es ist gut losgegangen, würde ich sagen. Wir haben noch vieles vor. Wir sind noch, würde ich sagen, sehr am Anfang, aber für den Anfang sind wir sehr gut dabei. Ja. Wie passiert sowas? Wie sagt man mit 21, hey, ich hab Bock auf Aktivkohlefilter. Ja. Mama, ich mach keine Ausbildung, ich mach jetzt Aktivkohlefilter oder irgendwas anderes. Ja, tatsächlich. Du hast studiert, glaube ich. Genau, ich habe studiert, Informatik und BWL. Aber keinen Bock mehr drauf gehabt? Würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich finde halt dieses unternehmerische Handeln und Tun sehr, sehr interessant und spaßig und habe das auch mein ganzes Leben irgendwie schon gemacht. Also das ist nicht mein erstes Projekt, was ich je umgesetzt habe. Es ging halt nur in andere Richtungen. Und jetzt habe ich halt so ein bisschen Hobby und Beruf dann connected, wo ich gesehen habe, ey, sowas gibt's nicht, warum gibt's sowas nicht? Und dann habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal. Okay, und dann Maschinen gekauft, sich schlau gemacht, wie funktioniert das? Genau. So, wo steigt man da ein? Du hast einfach nur gegoogelt, wie stelle ich einen Aktivkohlefilter her? Oder nee, tatsächlich habe ich einfach bei Alibaba geguckt gehabt damals. Okay. Haben da Muster bestellt und die waren einfach super scheiße. Was anderes kann man dazu leider nicht sagen. Ihr stellt in Deutschland auch her, ne? Genau, wir stellen in Deutschland her, in Magdeburg, bei uns ganz legitim hier und nicht in Fernost oder sonst wo. Was auch nicht gerade üblich ist, also es gibt ja auch viele China-Filter beispielsweise, erkennt man auch daran, dass sie alle gleich aussehen. Und wir haben halt damals gedacht, die Qualität ist einfach nicht überzeugend. Und dann mussten wir uns das einfallen lassen, wie machen wir es in Deutschland? Wie können wir es mit guten Produkten oder mit guten Ausgangsmaterialien zu einem Produkt schaffen, das einfach auch meine eigenen Freunde überzeugt und mich. Und das haben wir dann entwickelt und sind dahin gekommen. Und das hast du geschafft mit Bravour. Genau, und ich würde sagen, das haben wir geschafft, auch auf Skalierung geschafft. Weil ein Filter herzustellen ist vielleicht relativ simpel, aber dann Millionen von Filter herzustellen ist dann nicht mehr so simpel. Und jetzt geht's noch weiter nach oben. Du hast noch ganz, ganz viele Pipeline. Genau. Kannst du uns irgendwie was verraten oder irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, ohne zu viele Geheimnisse preiszugeben? Ich würde sagen, wir haben sehr krasse Innovationen geplant, die sehr interessant werden. Aber mehr möchte ich darüber eigentlich nicht sagen, weil das noch in Planung ist. Wenn ihr Bock habt, die Dinger hier auszuprobieren und eine grandiose Filterleistung zu erleben, dann checkt das aus auf buyhigh.de, die Keiler-Filter. Und in wenigen Monaten, denke ich, wenn deine Innovation dann am Start kommt, wahrscheinlich bei uns zuerst. Hoffe ich doch. Danke fürs Gespräch. Genau. Dankeschön.